بسم الله الرحمن الرحيم. Familie Al-Baytari. Muslimische Playmobil-Videos. Ismail. Fatima. Maimuna. Khadija, die Mama. Ibrahim, der Papa. Assalamu alaikum. Viel Spaß bei unserer Geschichte. Ramadan Mubarak, ihr Lieben. Bismillah. Das Ramadan-Quiz. Ramadan-Spezialfolge. Jetzt im Ramadan treffen die Mädels und ich uns täglich in der Moschee. Es war so schön heute. Ja, was habt ihr denn gemacht? Wir haben eine Fragerunde rund um den Ramadan gemacht. Das war richtig toll. Das ist wirklich eine schöne Idee. Es hat ja bestimmt Spaß gemacht. So etwas würde ich auch gern mal machen. Mama? Ja, was ist denn, Fatima? Die Fragerunde heute in der Moschee war eine tolle Idee, Masha'Allah. Ich glaube, das hätte Ismail auch gerne gemacht. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Da könnte ich ja etwas Besonderes für ihn vorbereiten. Heute Nachmittag wollten auch noch seine beiden Freunde vorbeikommen. Yusuf und Hamza sind jetzt da. Wir gehen ein bisschen im Garten spielen, ja? Nein, heute geht ihr mal nicht im Garten spielen. Was? Aber es ist doch so schönes Wetter. Ihr könnt schon rausgehen, aber ich habe da noch eine Überraschung für euch. Eine Überraschung? Das ist ja toll. Für euch habe ich heute ein Ramadan-Quiz vorbereitet. Ein Quiz? Toll! So etwas wie ein Ratespiel? Genau. Und zwar kein normales. Eines in Form einer Schnitzeljagd. Danke, Mama. Wie lieb von dir. Toll. Wie funktioniert das? Was müssen wir machen? Also, passt auf. Ihr bekommt Fragen zum Thema Ramadan. Denn es ist ja ein Ramadan-Quiz. Diese Fragen sind jedoch versteckt. Immer wenn ihr eine Frage richtig beantwortet, gibt euch diese einen Hinweis, wo ihr die nächste Frage findet. Alles klar. Das ist ja super. Können wir direkt anfangen? Ich bin schon so aufgeregt. Hier ist eure erste Frage. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Bismillah. Los, lies vor, Yusuf. Woran erkennt man den Beginn des Monats Ramadan? Das weiß ich, an der Sichtung des Neumonds. Wo könnten wir da denn nach dem nächsten Hinweis suchen? Man sieht doch gar keinen Mond. Schwierig. Aber woher weiß man denn, dass es Neumond ist? Naja, es gibt Berechnungen. Oder man schaut nach oben in den Himmel. Nach oben? Oben! Vielleicht müssen wir irgendwo hochsteigen. Ah, jetzt weiß ich. Das muss unser Baumhaus sein. Lasst uns da suchen gehen. Oh ja, los geht's. Ab zum Baumhaus. Ich bin schon auf die nächste Frage gespannt. Wir müssen jetzt hochklettern. Inshallah ist da auch der nächste Hinweis versteckt. Na, wo bleibt ihr denn? Ich sehe hier schon etwas. Schaut mal. Da liegen hier kleine Monde. Subhanallah. Das ist bestimmt unser Hinweis. Passt ja auch zum Ramadan. Hier steht die nächste Quizfrage. Hört zu. Was dürfen die Erwachsenen tagsüber im Ramadan nicht tun? Essen und trinken. Vielleicht ist der nächste Hinweis dort, wo es Essen und Trinken gibt. Wo gibt es denn Essen und Trinken? In der Küche bestimmt. Ja, das könnte sein. Los, schauen wir nach. Wir haben überall gesucht. Hier ist kein Hinweis. Überlegen wir noch einmal. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung. Vielleicht im Supermarkt. Da kauft man doch Lebensmittel. Masha'Allah, das ist eine gute Idee, Yusuf. Ab geht's zum Supermarkt. Schau mal, Hamza. Ist da hinten im Regal etwas? Nein. Lasst uns weitersuchen. Ist hier etwas? Wie sieht es da aus?
Hier, hier, ich habe die Monde gesehen. Sehr gut, das ist die nächste Frage. Das war ja ganz schön schwierig. Ich kann die Schrift nicht lesen. Ismail, lest du mal vor. Der wievielte Monat im islamischen Kalender ist der heilige Monat Ramadan. Nehmt diese Zahl mal 100 und lauft so viele Meter die Straße runter. Der Monat Ramadan ist der 9., glaube ich. Ja, das stimmt. Die richtige Antwort ist also 9. 9 mal 100 sind gleich 900. Also Jungs, 900 Meter die Straße runter. Los! Wir machen sehr große Schritte. Ein großer Schritt ist ein Meter. So können wir es genau zählen. 899, 900, wir sind da. Jetzt sind wir ja vor der Moschee angekommen. Da vorne. Schaut mal, die Monde schon wieder. Du kannst jetzt vorlesen, Yusuf. Wie viele Tage geht der Ramadan? 29 oder 30 Tage. Ja, das glaube ich auch. Das ist ja nicht immer gleich. Es kommt ganz auf die Mondsichtung an, wann der nächste Monat anfängt. Und was steht da noch? So viele Sekunden Galopp müsst ihr reiten. Also 29 bis 30 Sekunden. Das Pferd weist euch die Richtung. Das Pferd weist euch die Richtung? Wenn ich Bark loslasse, ohne ihm die Richtung vorzuweisen, dann läuft er ja einfach nach Hause. Ob das wirklich richtig ist? Das steht doch aber auf dem Zettel. Lass es uns ausprobieren. Okay, los geht's, Berg. Galopp! Du darfst hinlaufen, wo du willst. Kommt schnell hinterher, es geht los. Und stoppt die Zeit. 29 oder 30 Sekunden. Das war ja ein schneller Ritt. Jetzt sind wir ja wieder zu Hause in Borchs Stall. Na, dann müssen wir jetzt den Stallboden absuchen. Wo kann die nächste Frage nur sein? Suchen wir erst einmal im Heu. Ich glaube, da ist etwas. Da liegen wieder die Monde. Schnell, Ismail, heb die Frage auf. Hier ist die nächste Frage. In welchem Moment wird das Fasten gebrochen? Wenn der Adhan ist. Der für das Maghrib-Gebet. Genau, zum Sonnenuntergang. Sonnenuntergang? Vielleicht müssen wir Richtung Sonnenuntergang weitersuchen. In welcher Richtung geht die Sonne denn unter? Wisst ihr das? Ja, im Westen. Ich habe sogar meinen Kompass dabei. Den hat mir mein Opa geschenkt. Wow, toll. Zeig mal her. Da ist Norden. Das heißt, Richtung Sonnenuntergang, also Westen, geht es in die Richtung. Dann gehen wir einfach Richtung Westen und halten die Augen offen. Na, das sieht doch ganz danach aus, als hätten die drei eine Menge Spaß, Alhamdulillah. Da liegen wieder die Monde auf dem Boden. Los, kommt alle mit, da ist es. Jetzt kannst du wieder die Frage lesen, Ismail. Also, hört zu. Womit bricht man sein Fasten? Mit einer Dattel. Datteln? Aber hier gibt es keine Dattelpalmen. Oder man nimmt Wasser, wenn man keine Datteln hat. Das geht auch. Vielleicht ist die nächste Frage dort, wo es Wasser gibt. Habt ihr vielleicht einen Brunnen oder eine Wasserstelle hier in der Nähe? Ja, das meint deine Mutter sicher. Ich glaube, wir haben hier gar keinen Brunnen. Aber ja, subhanallah. Jetzt weiß ich, was gemeint ist. Unser See, der ist auf einer Lichtung. Das ist ein Platz, wo sehr viel Wasser ist. Kommt, ich zeige euch den Weg. Na dann schauen wir uns mal um. Wo könnte Mama die nächste Frage versteckt haben? Lasst uns doch mal da hinten in den Büschen nachschauen. Ja, gute Idee. Lasst uns da suchen. Das ist keine Frage. Das ist ja noch viel besser. Da ist eine Schatzkiste. Die ist bestimmt für uns. Eine richtige Schatzkiste. Ja, ein Schatz. Gepriesen sei Allah. Los, los.
machen wir die Schatzkiste auf. Ich bin so gespannt, was da drin ist. Schaut mal, kleine Tütchen mit Datteln. Das ist aber eine tolle Idee. Das passt ja richtig gut zum Ramadan. Wartet, hier unten ist noch etwas. Für jeden von uns ist hier noch eine Teilnehmerurkunde drin. Das ist ja schön. Die hebe ich mir ganz besonders gut auf. Als Erinnerung. Na, ihr drei? Wie ich sehe, habt ihr die Schnitzeljagd erfolgreich beendet. Ja, es hat uns solchen Spaß gemacht. Ja, danke, es war toll. Dankeschön. Hier habe ich frische Milch, Obst, Datteln und ein paar Nüsse für euch vorbereitet. Nach der ganzen Anstrengung könnt ihr euch erst einmal stärken. Das machen wir. Barakallahu fiki. Als Schatz habe ich mir extra Datteln für euch ausgesucht. Passend zum Ramadan. Und wenn ihr mögt, könnt ihr sie ja gerne zum Fastenbrechen verteilen. Das ist eine sehr gute Idee, Mama. Das machen wir, inshallah. Danke für dieses tolle Ramadan-Quiz für uns kleine Muslime. Das ganze Rätseln hat so einen Spaß gemacht, alhamdulillah. Die Schnitzeljagd, die Mama für uns vorbereitet hat, ist wirklich toll gewesen. Macht doch auch mal einen Ramadan-Quiz. Es macht riesen Spaß, sage ich euch. Sura al-Baqarah, aus dem Vers 185. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt wurde. Und als klarer Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung. Gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Wollt ihr uns noch etwas zu diesem Video erzählen? Dann schreibt es uns in die Kommentare auf YouTube oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, Assalamu alaikum.